Okay, danke Stefan. Als nächstes spricht Michael Janicki für das linke Bündnis Gießen. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen hier, weil wir die Ausgrenzung von Menschen aus unserer Gesellschaft ablehnen. Da müssen wir auch die deutsche und europäische Asylpolitik ablehnen. Denn das europäische Asylsystem dient in erster Linie dazu, die Festung Europa abzuschotten. Es dient zur Ausgrenzung von Flüchtlingen und kaum zu deren Schutz. Ein besonders verwerfliches Mittel der Abschottung ist, Flucht zu kriminalisieren. Denn einen sicheren, legalen Weg für einen Flüchtling nach Europa zu gelangen, gibt es nicht. So ist Flucht illegal, Helfer sind kriminelle Schleuser. Mit dem Schweizer Jean Ziegler sage ich, die Asylpolitik der EU ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und besonders die menschenverachtende Abschiebepraxis gehört dringend auf den Prüfstand. Die Regelung des sogenannten Dublin I-Abkommens, demzufolge ein Flüchtling nur in dem EU-Land Asyl beantragen kann, das er als erstes betreten hat, ist in Deutschland einer der Gründe, der häufigsten Gründe für die Abschiebung und gehört deswegen abgeschafft. Gestern konnte man in einer Gießener Zeitung lesen, dass bei einer Diskussionsveranstaltung zur Flüchtlingspolitik in einer Gießener Berufsschule alle 5 Abgeordneten des Hessischen Landtags, also alle 5 Parteien, das Dublin-Abkommen abgelehnt haben. Das ist gut. Wir erwarten, dass ihr nun in euren Parteien für eine Abschaffung von Dublin kämpft. Allerdings glaube ich, werden wohl Aktionen wie die von letzter Woche hier in Gießen auf die Dauer eher eine Veränderung bringen. Am Mittwoch hat das Bündnis Rassismus tötet durch eine Blockade die Abschiebung eines Eritreers verhindert. Ich finde es gut, dass die Polizei nicht mit aller Gewalt versucht hat, die Abschiebung durchzusetzen. Ich möchte ausdrücklich hier der Gruppe für ihren mutigen und solidarischen Einsatz danken und hoffe, dass ihr mit eurem Applaus das unterstützt. Danke. Danke, Michael.